war sauber. Schönen guten Morgen. Morgen. So. Wir waren nicht im Meer, wir schwitzen, fühlt sich gleich ruhig, ist aber ein bisschen ekliger. Ja. Unvorstellbar. Heute in der Früh, wir haben noch geschlafen, es war ein Gewitter, ein Gedonner. Und wenn man das jetzt so sieht, es ist einfach wieder blauer Himmel. Ja, in der Kwanerbucht, einfach ein Traum da. Wir sind auf dem Weg zum Utschka, bis auf den Gipfel diesmal. Der gehört irgendwie dazu. Und wo sind sie aufgeblogen? Auch ganz ohne Motor. Das ist irgendwie Pflicht, der Utschka. Genau. Frühstück, die Burger, das gute Essen, literweise Bier. Also ich habe den Urlaub echt viel getrunken. Ja, ja. War aber mega cool. Und für uns ist dieses Istrien-Fahren einfach total entspannend. Ja, genau. Das unter Anführungszeichen lassen wir uns das da gut gehen, obwohl es ist ja auch nicht schlecht geht. Aber da wird auch weniger Wert auf Biken gelegt, sondern einfach wirklich auf Fun-Faktor und einmal auf Blödsinn und so. Und wenn es einen Tag nichts wert, dann ist es einmal nichts. Genau. Das ist unser Ausgleich. Wir genießen das wirklich volle und die Gegend da ist ein Traum. Also ich drehe jetzt da kurz raus, man sieht es auch da, das ist wirklich immer die haben aus dem Blick aufs Meer. Was nicht zu unterschätzen ist, in die Gegenden am Meer unten, es ist wirklich warm, also ich will wirklich jetzt mal rauffahren. Am Gipfel oben, wie man da sieht, jetzt muss ich erstmal das Display einschalten, ob es dann geht, ja, das sieht man schon, da ist ziemlich Wolken verhangen. Also sollte man sich da nicht so unterschätzen, beziehungsweise Bekleidung und so weiter, Wind auch gehen kann. Zur Auffahrt, zu der Tour, sie ist eh schon im Netz bei uns, wenn die Variante das macht. Ist wirklich eine coole Tour, geht komplett auf Asphalt auf. Sehr. Lang auf Asphalt auf. Ja. Also, ja, nicht so steil halt, aber echt lang. Aber lang, ja. Aber schön. Ich freue mich dann immer aufs Meer. Ja, ich freue mich aufs Meer. Und nein, es ist cool, die Tour ist nicht da mega, aber es ist halt echt lang. Es ist wirklich lang. Man hat effektive Abfahrten. Also vom Gipfel, der liegt auf knapp 1400, fährt man wirklich fast 1400 Höhenmeter euch auf null. Was nur zum Sagen ist, die Gastfreundschaft in der Gegend ist wirklich ein Wahnsinn. Also, das ist irre, was da los ist. Also jeder Biker grüßt jeden Biker. Und ein Nationalpark-Biker ist irre, weil es ist nicht verboten, es ist sogar gewünscht, die feiern das volle. Und die Ranger sind da und fragen sich, welche Bikes es sind, wie das ist und wo man herkommt. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Es gibt zwar ein Verbot, ich habe es eh schon angekündigt, Überschreitung von Utschka geht nicht mehr. Auf Maler Utschka, das sollte man separat auffahren, weil das oben irgendwie so ein Brug ist und so. Und das ist halt wichtig, passt ja. Und wo es nicht zum Biken geht, ist ja die Strandpromenade Richtung Opatia von Lovran. Also da ist auch Radlverbot und durch Opatia durch. Aber da ist eh meistens so ein Auflauf. Und E-Bikes feiern es auch. Ja, total. Also weil du siehst du keinen einzigen E-Bike und auch kein E-Bike-Verleih. Die haben mich schon viel gefragt, wo wir die her haben. Genau. Weil es gibt da eigentlich ja halt außer Wabak wahrscheinlich Bikeparks. So ja, genau. Da eher, aber gibt es da ganz wenig. Ja, ich schwitze. Wir schwitzen weiter, so soll es sein. Ich schmecke wie mein Burger gestern, salzig und scharf. Nein, das war jetzt nicht so lustig. Für euch nochmal, jetzt schwenke ich nochmal die Kamera, Blick da raus. Für das, dass er heute gesagt hat, Regen und alles, muss ich echt sagen, ja, da zieht es ein bisschen länger. Sollte eigentlich so bleiben. Das Wetter da unten, ja, ist relativ schwarz im Sagen. Aber es hängt oft. Es hängt eigentlich fast immer, gell? Genau. Und oben, da muss man schon erwischen. Wir fahren jetzt auf, also nur zum Vergleich. Es ist wirklich so, jetzt blauer Himmel, es wird es dann sehen, dann stecken wir irgendwann im Nebel fest. Nichtsdestotrotz packen wir es an und halten euch am Laufenden. Und die Geschwindigkeit, die muss ich bergauf halten, also wisst ihr, was los ist. Fragt noch einer, wo ich mich gerne unterstützt fahre. So, ist jetzt die einzige Wasserstelle mehr oder weniger. Oder? Ja, weißt du noch? Ich glaube auch, was ich in Kopf habe. Ja. Oh, das ist traumhaft. Fein. Also wassermäßig. Ist echt zum Mitnehmen. Ja, nimmt euch was mit und gibt mir da ein Stück. Und das war's eigentlich. Gell. Das ist mit Wasser recht mau, weil der Utschka nicht gut drin. Aber so viel Wasser haben sie nicht, das hat echt gekauft. Aber jetzt gehen die Bäche voll krass, weil es hat, glaube ich, seit. Weil vor mir können wir es in zwei Wochen durchkriegen. Ja, ich glaube auch. Und so Bäche. Jetzt. Mega. Auch fast am Abend. Unten bei der Bucht, was wir gefunden haben, gesehen habt, das war Wahnsinn. Wie ein Friaulläufer, das ist Hammer gewesen. Ja, mega. Trinkwasser am Meer, ja. Ja. Ich habe gerade auch dran, weil ich glaube, da haben sie ihn schon mal geschumpfen, wenn wir es laufen lassen haben. Prost. Nein, aber allgemein auch, wenn wir, also die ganzen Touren, was wir eigentlich gefahren sind, oder fahren, da gibt es eigentlich fast nirgendwo Wasser, außer in Lavranska Draga. Stimmt, da gibt es noch was, ja.
da eben, wo der Trailanstieg ist, gibt es einen Brunnen. Genau. Aber das war es dann auch schon. So, jetzt kommt wieder die Sonne raus. Ihr seht, wie krass, es ist echt schwül. Aber so zieht es umeinander. Versprochen ist versprochen. Ihr seht Nebel. Wir sind ungefähr auf 1000 Metern. Also, wir haben jetzt 1000 Meter aufgedreht. Gut gegangen, oder? Vicky Bock hat einen Riegel. Die sind jetzt die Oberfrühstückerin, die machen das eher, sage ich mal, bedachter und gesünder. Ich kläre mir alles, ich kriege sowas mit Butter und alles, was so hergeht. Die beim Frühstücksbuffet haben mich sogar gefragt, ob ich noch eine dritte Portion von den Rührei haben will. Ich bin schon immer da gegangen. Kann nachteilig sein, wenn es heiß ist beim Treten. Ist natürlich geil, wenn es nicht so heiß ist, weil dann ziehe ich in der Hiebe so ein Dieselv auch. Nein, Spaß beiseite. Das ist diese Passstraße zum Utschkaufen. Heute haben wir nicht so viel los, gell? Ja, eigentlich gar nichts los. Beim Auffahren haben wir getroffen, wie viele Autos? Fünf Autos. Ja. Ein Radlfahrer, ein Rennradlfahrer. Genau. That's it, das war's. Ja, aber wir hoffen, dass der Gipfel vielleicht sogar, jetzt kommt die Sonne wieder raus, ja, über den Wolken ist. Das war natürlich mega, weil dann sieht man ein bisschen nach Pula, Boretz, Trieff zurück. Wir haben die letzten Tage richtig geiles Wetter gehabt, sogar Wirbelstürme und so. Ich werde heute Nacht mal, wenn wir nicht gerade jetzt einen 5 Liter Domislauf drin haben, einen Post rauslassen. Dann sieht man da ein bisschen was. Stars. Und Stars? Sind schon online. Sind eh online. Jetzt kommt ein Auto, glaube ich. Stimmt, jetzt kommen wir es. Jetzt seht ihr, wie das ist, wenn ein Auto kommt. Unheimlich. Richtig unheimlich. Wir haben jetzt ungefähr noch, sind es jetzt noch 350 Höhenmeter. Und dann sind wir auf dem Gipfel oben und von da geht dann der Trail hoch. Stay tuned, weiter geht's! Hey, aufstehen! Nicht schlafen! Fuck! Du bist eingeschlafen, oder? Hat's auch geschlafen, ja! Wahrscheinlich eine Stunde oder so. Krass, also es ist echt so gleichmäßig da auf, weil wenn es irgendwie, da muss man sich nicht so geht schon. Es ist wirklich jetzt eine Stunde gekommen. Oh ja, muss sein gekommen. Jetzt oder hier? Lang ist es nicht mehr, hoffentlich. Oder? Ja, vielleicht kommen wir oben rein. Ein paar Meter weiter, schaut sich das so aus. Also, wir sind selber gespannt, wie es dann umschaut. Hoffentlich stirbt zuletzt. Da vorne spitzelt schon der Gipfel raus und es ist genau in der Sonne, blauer Himmel, also richtig geil gerade. Martin hat ihn voll verkracht. Ich bin auf Kilometerstrecke mental sehr schwach. Deswegen habe ich einfach auf keinen Bock mehr. Ich mag gerne steil und schnell sein. Ja, ich bin auch noch unter sogar. Ja. Egal, jetzt haben wir es geschafft. Das zieht sich so krass. Dann sieht man Gipfel und dann fährt man nur 5 Kern. Geschafft. Oh Wunder, oben der Turm hat 1400 Meter über Adria, das waren dann heute wie viel Wasser? Auf? 1400 Meter. Das ist richtig, gell? Auf der Rechnung. Ja. Richtig cool, Richtung, wer es ein bisschen kennt, Pula, Boretz, Koper, da außen, hinten Triest, schaut ein bisschen aufgelockert aus. Ja. Da eher düster, müster, ein bisschen Mordor von Istrien, aber nein, passt schon. Rom, echt eine coole Aussicht. Ich habe gerade gesagt, war richtig cool, einmal Nachtaufnahmen machen, weil es echt passt. Das ist einmal
vom Dings her dort auch. Mhm. Recht kalt ist so. Du siehst den Weg aus vom Turm durch den Weg und so. Also haben wir schon wieder ein paar gelaufen. Wir fahren jetzt in drei Läufe, den was da in der GPS-Tracks zum Downbauen gibt. Überschreitung bitte nicht machen. Ist Nationalpark und sie sind in Kroatien scharf, genauso wie mit dem Wildcamp in Kroatien, bitte auch nicht machen. Ich finde das nicht so lustig. Ja, viel mehr gibt es nichts zum Sagen. Bei uns ist jetzt Kette rechts. Jawohl. Sauber. Also man sieht es nicht so gut, aber wenn man da geht's kann. Das ist echt.
da, liebe Kollegen, auf der Seite vom Bildschirm, ihr seht die Waffen. Die schauen aus wie ein Nutella-Brot. Schauen wir aus, ja. Und so einen Grip haben sie auch. Also, das könnte ja mit Nutella-Brot Radl fahren, gehst. Es ist so rutschig gewesen. Es war furchtbar, also so eine. Es ist schon rutschig. Und jetzt sind es echt ja, glatte Flächen, gell? Wer es rudert, der hat nicht budert. Wer jammert, hat keinen Geschlechtsverkehr. Hä? Wir lassen sowieso kochen, so oder so, wo es geht. Aber mir hat die Bremsscheiben sogar leicht aufgebogen, weil ich bin abgerutscht auf dem Stau. Ja, scheiße. Aber geht noch. Man kann alles gehen. Ja, und Übung ist auch. Also, ja. Schaut keinen. Dann lassen wir drehen fahren. Das machen wir gesagt, der kommt noch. Okay. Gut, schau. Bounce dich. Was hast du? Was hast du gefrühstückt? Was hast du gegessen? Was ist Topping? Ja, meine Rühreier. Jetzt 2 Kilo. Das ist mir Butter. Okay. Ja, die bestimmen wir morgen nachher. Ja. Habe ich die Jetzt sind wir zurück wieder. Ja. Was da rauscht, ist keine Autobahn, sondern ein, Entschuldigung, das Meer. Winterbike. Das 60 ist unsere Bucht. Seid nicht die Welt los. Ein paar Kugeln um und um. Ja, Sonntag. Und das Wetter ist richtig cool geworden.
Trail war richtig cool, wenn auch richtig schwer. Also nasser konnte echt was, gell? Gut abhängen. Aber auch den volle Tag. In diesem Sinne. Ja. Dranbleiben bis zum nächsten Video. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne. Kommentare gerne dazu. Gut abfahren von der Wicke. Mit der Verletzung und jetzt mit dem Harte da rattern da. Ist schon Wahnsinn, ja. Ja, gibt was an. Also, der erste Job, wo es mir heute ein bisschen besser geht. Ja. Schmerzen, ja. Ausblenden, durchbeißen. Na, die Haken kommen doch, habe ich gelernt. Die Weiche in die Speicher. Danke an die Alina fürs Schneiden, weil die hat jetzt die ganzen Videos in Realtime umgesagt. Die wird jetzt auch noch dran. Und ja, wir sehen uns, glaube ich. Ja, genau. Vierte, ciao. Ciao.